Howdy und willkommen zurück bei Let's Play Lego Jurassic World. Im ersten Part haben wir die ersten Filmszenen aus dem allerersten Film nachgespielt. Und jetzt ist John mit dem Heli hierher geflogen, um die Archäologen Alan und Ellie zu bitten, sich mal seinen Jurassic Park näher anzusehen. Denn der scheint nicht ganz sicher zu sein und die Investoren drohen abzuspringen. Was ist eigentlich hier hinten? Nochmal so ein Sammelgegenstand, okay. Hier hinten habe ich jetzt noch was zum Zusammenbauen gefunden. Ich glaube, das ist die letzte Pyramide, genau. Dafür kriegen wir dann auch nochmal... Ja, was eigentlich? Ich weiß gar nicht, was das ist, aber wir sollen es sammeln. Mache ich. Aber alles gefunden habe ich nicht, weil es auch noch gar nicht geht. Ihr habt ja gesehen, es gibt hier einige... Einrichtungen wie diese hier oder das Zelt da hinten oder auch alles, was sich ganz da links fernab des Hubschraubers abspielt. Da können wir noch nicht hin. Das ist eben auch das große Problem bei Lego-Spielen. Man kann die eigentlich nie beim ersten Durchspielen zu 100% zocken und deswegen machen wir es auch nicht, weil es geht halt einfach nicht. Jetzt sprechen wir mal mit dem alten Sack. Wer sind Sie eigentlich? John Hammond. Ich besitze eine Insel, eine Art biologisches Reservat. Spektakulär, ich habe keine Kosten gescheut. Unsere Attraktion wird die Kinder um den Verstand bringen. Wenn ich Sie dazu überreden könnte, den Park quasi abzusegnen, könnte ich meinen Terminplan einhalten. Was für ein Park ist das denn? Er fällt in Ihr Fachgebiet. Also Sie beide buddeln Dinosaurier aus? Naja. Wir versuchen es. Sie würden sich an Dr. Malcolm gewöhnen müssen. Er leidet an einem entsetzlichen Übermaß von Persönlichkeit, besonders für einen Mathematiker. Chaos, Chaos-Theoretiker, um genau zu sein. Und damit haben wir den Prolog hinter uns gebracht. Ab jetzt wird's noch viel epischer. Ich find's ja richtig klasse, dass sie sogar die alten Synchronsprecher wiederbekommen haben. Also, das ist schon... Das ist nicht einfach. Ich meine, der Film ist 20 Jahre alt. Und, umso schöner, dass man sich da bemüht hat. Jetzt gucken wir noch, was wir alles freigeschaltet haben. Also eine Menge. Naja gut, ich habe es jetzt eigentlich übersprungen. Aber egal. Ich denke, wir wollen wissen, wie die Geschichte weitergeht. Kann man doch wählen. Allerdings anscheinend nur... Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen im Jurassic Park. Bei der Straße da drüben finden Sie ein Fahrzeug, das Sie zum Besucherzentrum bringt. Anscheinend nur zwischen den Filmen 1 bis 3, also Jurassic Park, und dem völlig neuen, der da drüben ist. Jurassic World. Willkommen in Jurassic World. Bitte steigen Sie in ein Fahrzeug, um zum Ferienkomplex zu gelangen. Aber wir machen alles der Reihe nach. Heißt, wir beginnen mit Jurassic Park. Und ich kann mir da jetzt ernsthaft so ein Auto nehmen und hier rumfahren? Was? Cool. Das ist ja richtiges Open-World-Feeling. Obwohl es das natürlich gar nicht ist. Okay, und wie geht's jetzt weiter? Kann ich mir irgendeine Mission aussuchen, oder was? Moment.
Irgendwas stimmt hier nicht. Ach, jetzt reicht's mir aber. Wer Ersatzteile braucht, soll sie sich bitte aus dem Lager holen. Nicht aus den Schalltafeln. Warum geht's hier nicht weiter? Das kann nicht sein. Ah, die schöne Musik ist immer noch im Hintergrund. Muss ich jetzt ernsthaft zurück? Ja, warte, hier ist doch so ein Schalter. Geh mal weg da, du Lappen. Kannst eh nix. Aber hier ist was zum Buddeln. Ja! Pack mal deine Schaufel aus. Das könnte jetzt aber auch wieder nur so ein Sammelgegenstand sein. Ich weiß es nicht. Und wir haben auch so eine Minimap da unten links. Kann ich die auch vergrößern? Weil ich möchte mal sehen, wie groß das ist. Ah ja. Ulala. Oh mein Gott. Wie viel denn noch? Okay, das ist die gesamte Welt des Spiels. Und ich glaube, das hier ist Jurassic Park. Und das ist Jurassic World. Boah, holy shit. Das bedeutet, es gibt eine Menge zu entdecken. Guckt euch das mal an. Das ist der ganze Park. Und hier müssten die Filme 1 bis 3 stattfinden. Mega. Aber versuchen wir doch erstmal einen Weg in den ersten rein zu finden. Warte, warte, wen brauche ich jetzt hier? Wer kennt sich mit dem Scheiß hier aus? Der John? Scheinbar. Aber ich glaube, das hätte auch jeder andere gekonnt. Yeah! Und jetzt geht's weiter. Aber wir spielen nicht als John, sondern natürlich... genau hier, als Alan. Den finde ich am sympathischsten. Alle einsteigen! Und go! Eins wollen wir klarstellen, John. Ihre Investoren, die ich vertrete, sind zutiefst besorgt. Wenn die drei in 48 Stunden nicht überzeugt sind, bin ich's auch nicht. Dann mache ich ihren Laden dicht. Die Spezies der Feriformern ist seit der Kreidezeit ausgestorben. Dieses Blatt dürfte es doch gar nicht... Ist ein Dinosaurier. Wir werden ein Vermögen in diesem Park verdienen. Wie schnell sind die? Nun, wir haben den T-Rex mit 52 km/h gestoppt. Ein T-Rex? Mhm. Sagten Sie, Sie haben einen T-Rex? Aha. Wiederholen Sie das. Wir haben einen T-Rex. Dr. Grant, liebe Dr. Sadler, willkommen Jurassic Park. Wie ist Ihnen das nur gelungen? Warten Sie es ab. Geil. Unser erster Dino. Die Langhals-Dino. Ich weiß nicht, wie die wirklich heißen. Ich glaube so Brachiosaurus oder sowas. Aber ich bin diesbezüglich wirklich nicht sehr gut bewandert. Da könnt ihr gerne in den Kommentaren drüber aufklären. Ja, aber ich bin genauso begeistert wie unsere Helden hier. Die können ihr Glück noch gar nicht fassen, ja? Du suchst dein gesamtes Leben nach Dinosaurier-Skeletten. Und dann auf einmal kommt irgend so ein Typ daher und labert: Ja, ich habe einen Park aufgemacht und da sind...
Teil abschneiden. Man muss sich schon gut merken, welche Fähigkeiten die einzelnen Karas haben. Und sie dann weise nutzen. Was ist denn hier? Boah, aber ich mag dieses Geräusch nicht. Dieses. Das klingt so dumm. Und auch ein bisschen pervers. Yes. Die Tür ist offen. Wir können weiter. Aber sie haben schon an einige Sicherheitsvorkehrungen gedacht. Ich meine, alles ist durch elektrische Zäune gesichert. Und wie man sieht, kommen die dann nicht mal selbst ohne weiteres rein. Aber dennoch muss der Park erstmal abgesegnet werden. Und dafür sind wir hier. Ich fahr mal ohne euch. Tschüss. Ich schau mir alles alleine an. Edge Badge. Ich glaube, das hier ist diese Haupthalle. Oder? Das ist schon geil. Ein gigantischer Sumpf. Sterbe ich, wenn ich ins Wasser springe? Nee. Oh, aber sie will nicht schwimmen. Na schön. Ja, ich sehe schon, auch da können wir noch nicht weiter, weil wir nicht den Charakter haben. Gehen wir doch einfach mal da in dieses Gebäude. Ich glaube, hier wird uns der Park ein bisschen näher erklärt. Gleich da unten gibt es eine Dino-Info. Ach, das ist ein Ladescreen? Oh, der ist aber nett. Trotzdem denke ich, dass ich ihn in Zukunft rausschneiden werde. Der modernste Vergnügungspark auf der ganzen Welt. Nehmen Sie doch alle Platz. Schon ein Tropfen Blut enthält Milliarden von DNS-Strängen in Bausteinen des Lebens. Vor 100 Millionen Jahren gab es Moskitos, genau wie heute. Nachdem ein Moskito einen Dino gestochen hatte, konnte es vorkommen, dass er auf einem Ast landete und versteinerte. Wir nennen es Bernstein. Mit den modernsten Techniken konnten Jurassic Park-Wissenschaftler das konservierte Blut des Moskitos extrahieren. Und jetzt konnten wir ein Dinosaurier-Baby erschaffen. Park Henry. Oh, guten Tag, Sir. Perfektes Timing. Sie prägen sich das erste Lebewesen ein, mit dem Sie Kontakt haben. Genau so. John, eine derartige Kontrolle, wie Sie sie anstreben, ist nicht möglich. Wenn uns die Evolution eines gelehrt hat, dann, dass das Leben einen Weg findet. Was für eine Spezies ist das? Das ist ein Velociraptor. Nach 8 Monaten sind sie Killer und ich meine Killer. Ich habe fast alles gejagt, aber die Viecher sind so schnell. 80, 90 Stundenkilometer, wenn sie freie Bahn haben. Ja, mein Erinnerungsvermögen. Also gut, füttern wir diese zu groß geratenen Eidechsen. Kommen Sie schon, los. Ja, das war die legendäre Aus-dem-Ei-Schlüpf-Szene. Die sah damals auch schon sehr gut aus. Aus heutiger Sicht, ja, geht noch so. Aber ich finde, dass die Dinos generell in dem Film auch noch heute sehr, sehr geil aussehen. Also zum Beispiel der T-Rex. Also mega. Oder der Triceratops und all das, was wir noch sehen werden. Hammer, hammer. Aber wir sollten uns nicht mit den Velociraptoren anlegen. Die sind böse. Und gerade haben sie Hunger. Das macht die Sache noch gefährlicher. Die Käfige sind einfach nicht groß genug. Da passt ja kaum eine Ziege rein. So, es wurde extra eine Kuh angeliefert, damit die was zum Essen bekommen. Und ich würde sagen, diese arme Kuh werden wir jetzt ihrem Schicksal überlassen. Wenn ich herausgefunden habe, wie ich an sie herankomme. Was wohl noch ein bisschen dauern wird. Ich suche gerade irgendwas in den Lego-Baustein. Ah, das war anscheinend auch gar nicht so verkehrt. Wir können hier auf jeden Fall was zusammenbauen. Was ist das denn? So ist es besser. Fehlt nur noch die Kuh.
Achso, eine Ladefläche. Jetzt muss nur noch das Beef drauf. Gehört das nicht zur Gehegeschalttafel? Na dann, nehmen wir es doch mal mit. Ja, genau. Jetzt komme ich dahin. Und wir können das Beef frisch abliefern. Noch im lebenden Zustand. Boah, eigentlich ist es total brutal, oder? Die Frage ist, warum sie nicht einfach fertiges Fleisch geliefert bekommen und verfüttern, aber ich glaube, die wollen irgendwie den Jagdinstinkt beibehalten. Nicht, dass die dann noch so zu Pussys werden und die Zuschauer, die dann in diesen Park kommen und natürlich teuer bezahlen, gelangweilt werden. Andererseits, ich hätte zu große Angst. Ich hätte auf jeden Fall schon fertiges Fleisch benutzt oder irgendwelche McDonald's-Burger. Aber eine echte Kuh? Wer bringt denn sowas fertig? Also ich meine, mir ist schon klar, dass die Tiere so oder so sterben, ne? Auch bei Mergess, ich bin da nicht blöd. Aber, versteht ihr? Also eigenhändig könnte ich das jetzt nicht machen, die da reinschmeißen. Die wird ja innerhalb von Sekunden zerrissen. Achso, Moment, der Elektriker muss da ran. Nur nicht für sie. Wie sie gelockt haben. Die glaubt, die kriegt jetzt was zum Essen. Wie gemein. Darf ich sie reiten? Ja, wenn man eine Kuh auch... Ja, okay, gut, theoretisch. Aber das ist schon sehr seltsam. Eins, das rennt was. Diese Raptoren fressen besser als ich. Und sie kriegt tatsächlich was. Aber... Sekunden später wird eben auch sie gefressen. Ich glaube, das haben sie ihr noch nicht gesagt. Ay caramba! Ist es etwa schon morgen? So. Ah, mein Knie! Asiento, das war's für mich! Nach meiner Mutter hat sich die Liebe! Solche Schmerzen habe ich nicht mehr gehabt, seit ich mir den Zeh abgestoßen habe. Jemand anderes muss den Kram bedienen. Meine Verletzungen sind zu schwer. Krass. Jetzt muss ich das auch noch selbst machen. Wie übel. Und dann wird sie da mit dem Kran reingetragen. Boah. Shit. Also, liebe Kinderchen, schön die Augen zumachen. Das ist ja pervers. Aber gut, so ist die Natur. Was machen die da? Sie füttern sie. Das Wesen des Chaos. Großvater! Kinder! Du hast uns gefehlt. Das sind Ihre Fahrzeuge für heute Nachmittag. Keine Fahrer? Nein, kein Fahrer. Die fahren elektrisch und zwar auf dieser Schiene in der Mitte der Straße. Keine Kosten gescheut. Willkommen im Jurassic Park. Das mit dem Chaos ist mir unklar. Kurz gesagt, der Schmetterlingseffekt. Ein Schmetterling schlägt in Peking mit den Flügeln und in New York gibt's Regen statt Sonnenschein. Ja, sehen Sie? Niemand hätte vorhersehen können, dass Dr. Grant plötzlich aus einem fahrenden Fahrzeug springt. Alan! Oh, wow. Keine Angst, kommen Sie ruhig. Es ist okay, sie ist krank. Ich muss darauf bestehen, dass wir weiterfahren. Oh, wenn alle einverstanden sind, würde ich gerne bei Dr. Harding bleiben. Sicher. Okay?
Scheint alle 6 Wochen bei ihr aufzutreten. Ich müsste mir mal ihr Häufchen ansehen. Na, viel Spaß! Aber ich freue mich auf dieses Kapitel, denn ich mag Triceratops. Die finde ich sehr, sehr schön. Ach ja, wenn es doch bloß so einfach wäre mit dem Moskito und dann daraus die Daten entnehmen und einen Dinosaurier reproduzieren. Vielleicht in 100 oder 1000 Jahren. Lasst uns träumen. Und ihr könnt zusammen mit mir weiter träumen. Im nächsten Part von Lego Jurassic World. Bis bald!